Wir haben unserer lieben Patientin ein Lipofilling gemacht. Sie hätte eigentlich ein Facelift gebraucht, aber hat selbst entschieden, dass sie kein Facelift haben möchte, weil sie einfach Sorge hat, dass diese Operation zu viel für ihr betagtes Alter von knapp 70 Jahren ist. Sie hat sich für ein Lipofilling entschieden. Ich habe der Patientin pro Seite 48,5 Milliliter Fett transplantiert in Form von Mikrofett und Nanofett, welches vorher zentrifugiert wurde. Das Fett wird sozusagen im Sinne eines Hydralifts vor den Ohren und auch in die Fossa temporalis, also hier in die Schläfenregion, eingespritzt. Dann in die Stirn, hier oben in die Zornesfalte, außerdem natürlich auf dem Knochen direkt unter dem Musculus orbicularis platziert, um die Tränenrinne anzuheben. Dann ist die Nasolabialfalte ordentlich angehoben worden durch quere Inzisionen und auch durch Längsunterspritzung. Dann wurde das Kinn augmentiert mit Lipofilling bzw. mit Eigenfett und auch der Mundwinkel wurde beidseits jeweils großzügig behandelt. Die Seiten wurden strukturell behandelt, um hier die Vektoren in die richtige Richtung zu ziehen. Hier darf man nicht zu viel Fett verwenden, um keine Veränderung des Gesichtes zu erzielen.